So, hallo, wir machen weiter. Bei Jump 2 letztes Mal hatten wir einige Rätsel, um uns umzubringen. Die haben wir gelöst, wir leben trotzdem noch. Und jetzt spielen wir Panic in the End House von Lazy. Oha. Oh, my dear cousin has been brutally assassinated. Ja, so sieht das auch aus. Monsieur Mario, please investigate this wild crime. Oh, wir sind Detektiv Mario jetzt. Okay, das passt ja. Also, ich sage, es war der Gärtner. Vielleicht war es auch der Muncher. Yo! You will never solve this case if you keep moving about. Sometimes you need to stand still for a moment, maybe build a card house. What? Also er will mir damit sagen, ich muss ab und zu mal nachdenken, ja? Ach so, wenn ich stillstehe, ist die... Oh, dann sind die On-Off-Blöcke aus, nicht aus... Oh mein Gott. Verstanden. Wenn ich mich bewege, sind die fest. Und sobald ich mich nicht bewege, sind die offen. Oha. Das ist ein interessantes Konzept. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Hat das was gemacht? Nein, okay. Ciao. Dann kommt die natürlich wieder raus. Oh Gott. Das war zu kurz. Oh mein Gott. Also interessante Idee. Aber ich glaube, das wird anstrengend. Brauche ich die? Well. Yes. Ja, super. Oh Gott. Yes. Okay. Ja, das war wahrscheinlich... Oh. Du kommst in den nächsten Screen und ist es direkt falsch. Weil jetzt läuft er bestimmt da rein und ist, ja, er ist halt vorbei. Ah, und ich selbst, wenn ich draufstehe, kann da nicht durchfallen. Ah, okay, ergibt Sinn. Ja, aber wie gesagt, das war es jetzt an der Stelle wieder. Kriegt ihn auch irgendwie nicht. Na gut, ich könnte ihn sogar zum Pilz durchdrücken. Aber... Nee, kann ich nicht, weil LR ist aus. Okay.
Was muss ich jetzt hier tun? Ich bleibe jetzt in Bewegung. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Der darf erst fallen, wenn er den fressen kann. So nämlich. Und dann muss ich den jetzt so werfen, dass Yoshi da drauf fällt und ich drüber komme. Und dann muss es da weitergehen. Uiuiui. Oh, es ist... Oh, das macht meinen Kopf kaputt. Alter. Das könnte ich niemals am Stück spielen. Ich darf mich da unten nicht bewegen. So, jetzt. Oh mein Goodness. Boah, ich bin mal ein Screen weiter und es ist nicht sofort alles kaputt. So, was muss ich hier tun? Die auslösen, okay. Ah, und dann mit Spin Jump wieder hoch. Das war zu kurz. Ja, RIP. Reicht es? Nein. So. Und jetzt rüber da. Eieiei. Wait, jetzt löse ich schon wieder was aus, wenn ich da drüber laufe. Und ich darf es nicht... Oh! Und es darf eben nicht so sein. Ich muss es nur kurz auslösen und dann muss es direkt stoppen. Meine Nerven. Curses due to Mario's thorough investigation, it has been revealed that I was the murderer all along. Ach, Wendy. Also doch der Gärtner. Wendy ist der Gärtner. Yo! Okay, ich darf mich nicht bewegen. Andersrum, ich muss in Bewegung bleiben. Okay, das ist aber ganz cool. Das finde ich interessant. Sobald ich mich nicht bewege, sobald ich stillstehe, kommen die Moles und haben mich lieb. Das heißt aber, ich kann auch einfach nur auf der Stelle springen. Das reicht vollkommen aus. Und dann einmal kurz zu Wendy rüber. Das kriegen wir hin. Das ist nicht so schwierig. Nummer 1. Das war nicht so gut. Taucht die immer an der gleichen Stelle auf? Hä, ist die geskriptet? Weil normalerweise macht sie das ja nicht, ne? Hä? Okay. Aber ich habe nichts dagegen, wenn sie immer rechts ist. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Gehe ich halt immer rechts. Ja, okay, cool. Cool. Super. Wieder rechts? Na, wieder gar nichts. Da kann man das wahrscheinlich auch einstellen, wo die landen. Weil normalerweise ist es ja Zufall, wo die landet. Aber das macht es dann natürlich deutlich einfacher, wenn ich gar nicht raten muss, wo die landen wird. Ach, gucke mal. Cool. Ja, easy. Easy. Gut. Alles klar. Aber das Gimmick fand ich jetzt nicht so. Ich bin froh, dass es durch ist. Ich bin froh, dass es durch ist. Sagen wir es so. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Coole Idee. Aber, nee. Das hat meinen Kopf kaputt gemacht. Freundlich ausgedrückt. Mon cher, I am powerless to stop her. Golly Poirot, don't we look like a white pair of... What? I don't know. The end. Wir haben jedenfalls den Murder Case gesolved. So muss das. So, jetzt geht's hier zum blauen Switch. Oder auch nicht. Ja, okay, geht nicht zum blauen Switch. Dino Bazooka Backyard. Von Beaufort 3. Okay, das war Jeep Wheels, glaube ich.
Was ist hier los? Da komme ich schon mal nicht rüber. Was sagt die Messagebox? Baby Yoshi Bazooka. L oder R to fire Baby Yoshi? Geht durch Wände. Ich wollte gerade sagen, wenn ich L und R jetzt drücken muss, muss ich hier irgendwas umstellen. Oder geht das so? Mal gucken. Also was passiert, wenn ich L drücke? Was? Oh Gott. Okay, mal gucken, ob das so von der Steuerung her funktioniert. Je nachdem, wie viel ich da kombinieren muss, gleich an den Tasten, vielleicht geht das so. Aber das könnte keyboardtechnisch jetzt ungünstig sein. Ach du Schande! Alter. Nein. Oh mein Gott. Ich hab nicht nachgedacht. Oh, das Gimmick ist cool, aber tastaturtechnisch ist das echt schlecht zu spielen. Weil ich nicht so weit denken kann. Das wäre mit einem Gamepad jetzt wirklich deutlich einfacher. Soll ich den Pro-Controller schnell anschließen? Und mich hier nicht kaputt machen? Weil wer weiß, wie kompliziert das wird. Na, wenn ich da jetzt ganz viel kombinieren muss, wird das echt schwierig. Okay. So weit, so gut. Das, okay. Das, den Abschnitt kriege ich hin. Ich habe die Taste wahrscheinlich nicht gedrückt. Okay, das ist die Taste, das ist die Taste. Nice. Okay. No. okay. Aber wenn wir es so hinkriegen, dann ist ja okay. Wait, ich darf nicht alle essen. Nur die untere, obere. Ja, okay. Oh, die geht nicht. Die geht die weg. Ich muss da schnell drüber dann. Es ist zu gut. Nice. Tschüss. Okay. Baby Yoshi's hunger has been satisfied. Now your bazooka shoots adult Yoshi's. Okay. Ach so, verstanden. Okay, das könnte angenehmer sein vom Spielen her. Wenn man halt Tasten drücken. Moment, komme ich nochmal dahin? Ja. Okay. Wenn man halt Tasten drücken kann, wollte ich sagen. Dann könnte das... Oh mein Gott, ich habe die... Ich drücke die ganze Zeit nach rechts. Dabei wollte ich da gar nicht hin. Ja, hallo? Nicht konstant laufen. Was macht denn mein Kopf hier mit mir? Warum läuft der denn einfach weiter? Meine Güte.
Nein, da oben drauf musst du. Wie kommt man denn auf so eine wilde Idee? Oh. Also nicht ganz oben drauf. Aber so auch nicht. Oh je. Super. Nein, und die, genau auf die Lücke. Genau dahin muss er treffen. Genau da muss er hin treffen. Dann ist alles cool. Nein. Oh je. Yes! Nein. Nee, ja, yes. Und dann geht's ja gleich weiter. Was muss ich denn dann machen? Hilfe. Huch. Oh, gerade so. Ah, und dann dahin. Okay. Oje, 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 oje. Ich wollte nicht Yoshi abschießen, ich wollte Spin Jump von Yoshi machen. Das war die falsche Taste. Nein. Yes. Yes. Nein. Ich hoffe, ich kriege irgendwo einen. Möglichkeit, kurz stehen zu bleiben. Das wäre so viel einfacher mit Controller. Oh mein Gott. Nein. Yes. Nein. Ah, jetzt fliegt hier irgendwas durch die Gegend. Geh weg. Nein. Yes. Ich find's gut, wie man es retten kann. Nein. Nein. Mach kein Möb. Yes. Yes. Nein. Jetzt habe ich halt wieder den Finger nicht von rechts genommen. Nicht von rechts genommen. Nein! Oh mein Gott! Ich wüsste aber auch nicht, wie ich die Tasten jetzt besser einstellen kann. Das geht, das lässt sich einfach mit Tastatur nicht vernünftig spielen. Also egal wie ich die ich glaube, ich könnte die nicht besser einstellen. So, die sind einfach schlecht eingestellt. Also die, es geht mit Tastatur einfach nicht, das gut einzustellen, für das, was man hier machen soll. Das wird nicht funktionieren. Ich muss das jetzt so hinkriegen. Ich muss mich nur anpassen. Ja! Okay. Das war eine Punktlandung. Ja, das war ja genau die richtige Taste. Gimmicks, die Schultertasten benutzen, immer richtiger Spaß an der Tastatur. Echt.
Na, ich kann das. Oh, ich kann nicht alles gleichzeitig. Ich kann mich nicht darauf konzentrieren, gleichzeitig von dem Viech abzuspringen, Yoshi loszuschicken und dann noch die richtige Steuerung zu drücken. Aber ich kann da drüben stoppen. Danach kommt eine Stelle, wo ich stoppen kann. Das kriegen wir hin. Bis dahin kriegen wir es hin. Das ist schon mal gut, dass ich das jetzt gesehen habe. Das beruhigt mich ein bisschen. Muss nur den Abschnitt noch schaffen. Diese blöde Fledermaus, die muss ich noch hinkriegen. Nee. Nein. Jo, jetzt habe ich völlig einen Quatsch gedrückt. Ich frage mich echt, wie sich das spielt mit Gamepad. Wie da das Gefühl ist, wenn man das spielt, weil so ist das Gefühl ziemlich beschissen. Oh je. Nein. Ja. Ich kann nicht gleichzeitig... Das geht nicht. Ich kann nicht gleichzeitig den abfeuern und dabei die Sprungtaste gedrückt halten. Oh, so close. Aber das ist echt schwierig. Nein! Ich muss so viel koordinieren an der Stelle. Ich muss so viel koordinieren an der Stelle. Weiß nicht, ob ich das hinkriege. Sonst muss ich mir was einfallen lassen. Es müsste eine Stelle geben, wo ich den eher abschießen kann. Und halt trotzdem... Und halt trotzdem dann auf dem Viech landen. Aber jetzt ist alles gleichzeitig drücken, haut nicht hin. Das macht mein Kopf nicht mit. Ja, nein! Okay, das könnte ich versuchen. Schießen und dann die Sprungtaste. Oh, Junge. Ja, das... Krieg ich das hin? Nein. Hä?
Ah, so close. Aber jetzt habe ich eine gute Taktik. Das ist eine deutlich bessere Taktik. Den Yoshi erst abfeuern, dann auf dem Viech landen, dann komme ich da gut weg. Sagt er und macht's andersrum. Yes! Oh my goodness! Okay. Wie? Ach, weil der da am Leben ist noch. Gut, das kriegen wir hin. Daran soll's nicht scheitern. Okay, was? Oh nein! Jetzt, oh, welche Taste ist denn das? Welche Taste ist denn die Zunge? Ja, das muss ich tun und den dabei schlucken. Okay. Yes! Und dann noch darüber kommen. Es ist so eine coole Idee, aber es lässt sich einfach nicht vernünftig... Es lässt sich einfach überhaupt nicht vernünftig spielen, wenn man das auf Tastatur macht. I'm sorry. Das sieht furchtbar aus, was ich hier zusammen spiele. Und so fühlt es sich auch an. I'm sorry. Oh, ich könnte ja versuchen... Das kann ich, ja, das kann ich machen. Ich habe eine Idee. Wir machen das zweischrittig. Der erste Schritt ist das Ding essen und zurückkommen. Der zweite Schritt ist einfach nur drüber hüpfen. Oh. Okay, was jetzt? What? Also ich verstehe das hundertprozentig. Ach so, ah. Verstanden. Leider. Das war die falsche Taste. Nicht abspringen. Nicht die Taste. Die andere. Ja, das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Es sind so viele Tasten. Holy. Ich bin absolut nicht... Achtung, schlechter Wortwitz. Multitasking-fähig. Sorry. What? Das habe ich nicht gewusst. Jetzt erstellt man sich ein Ziel. Das heißt, jetzt muss ich mir das Ziel so erstellen, dass es gut ausgeht. Also hier. Schade. Das sah eigentlich gut aus. Eine ganz lange Zeit. Raum lang. Das war wieder der gleiche Mist jetzt, ne? Der müsste halt dann aufgehen. Alter. Jetzt ist alles kaputt.
Jo, jetzt habe ich es echt so getimed, dass er nicht den Tod erkennt, aber auch nicht das Ziel. Das war ja wild. Oh. Aber so erkennt er zumindest wieder den Tod. Lel. Wo habe ich jetzt das Ding hingesetzt? Na, immerhin löst sich's aus. Es muss halt, ich muss in dem Moment loslaufen, wo der rübergeht. Ja. Yes. Genau so. Eieiei, was ein Level. Was? Hard Challenge. Okay. Dann beim nächsten Mal die Hard Challenge. Aber ich brauche jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Der Part hat meinen Kopf komplett auseinandergenommen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.